Das Staatsarchiv Bremen bewertet und übernimmt auf gesetzlicher Grundlage das archivwürdige Schriftgut der öffentlichen Einrichtungen des Landes und der Stadt Bremen. Das amtliche Schriftgut umfasst somit Archivalien der bremischen Stadtverwaltung, Unterlagen der in Bremen ansässigen Bundesbehörden und das Schriftgut von Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts sowie ihrer Vorgängerinstitutionen. Dazu gehören die Akten des Alten Reiches, zum Beispiel das Reichskammergericht, das Schriftgut der 1811 bis 1813 in Bremen eingerichteten französischen Behörden, Bestände über die ehemaligen in Bremen gelegenen hannoverschen Besitzungen, Unterlagen preußischer Behörden zu Gebieten, die heute zu Bremen gehören, etwa die Regierung Stade, das Go-Gericht Achim, das Amt Osterholz und das Amt Blumenthal, sowie das Schriftgut der amerikanischen Militärregierung. Die älteste Überlieferung setzt ein mit dem Urkundenbestand. Unser Urkundenfonds besteht aus kirchlichen und städtischen Urkunden. Zu den wichtigsten und wertvollsten Urkunden gehört das Linzer Diplom. Am 1. Juni 1646 erhob Kaiser Ferdinand III. Auf seinem Schloss zu Linz die Stadt Bremen zur freien Reichsstadt. Die Urkunde bildet somit die rechtliche Grundlage für die staatliche Selbstständigkeit des heutigen Bundeslandes Bremen. Das Linzer Diplom wurde 1942 mit anderem Archivgut nach Bernburg in Sachsen-Anhalt ausgelagert und 1946 infolge sowjetischer Besatzung nach Leningrad gebracht. Sie galt lange als verschollen. 1998 stellte sich heraus, dass es zusammen mit weiteren Dokumenten in die Bibliothek der Akademie der Wissenschaften zu Jerewan in Armenien transportiert worden war. Von dort gelangte die Urkunde wieder nach Bremen. Von den rund 8000 im Jahre 1939 im Staatsarchiv Bremen verwahrten Urkunden galten nach der kriegsbedingten Auslagerung rund 3500 als verschollen. Heute werden noch über 500 Urkunden vermisst. Die wichtigste noch verschollene Archivalie ist das sogenannte Barbarossa-Diplom. Mit dieser Urkunde wurden die Anfänge eines eigenen Stadtrechts gesichert. Am 18. Mai 2023 wurden 17 Dokumente zur Geschichte der Hanse in das internationale Register des UNESCO-Programms zum Weltdokumentenerbe Memory of the World aufgenommen. Darunter befinden sich zwei Bremer Stücke: das Bremer Handelsprivileg mit Norwegen vom 6. Juli 1294 ist eines davon. Mit Handelsverträgen regelte die Hanse ihr Verhältnis mit auswärtigen Märkten und sicherte ihren Mitgliedern einen privilegierten Zugang. Das Bergener Kontor in Norwegen war der nördlichste Punkt des Handelsnetzes der Hanse. Der Vertrag des norwegischen Königs Erik II. Von 1294 mit Bremen und 11 weiteren Hansestädten ist ein frühes und markantes Beispiel für ein solches Handelsprivileg. Eines der ältesten Dokumente im Staatsarchiv Bremen ist der sogenannte Bürgerweidebrief aus dem Jahr 1159, in dem Erzbischof Hartwig der Stadt die Bürgerweide schenkt. Der Weidebrief beurkundet das Weiderecht für alle Einwohner Bremens, Durchreisende, Geistliche und Laien, Arme und Reiche. Im 19. Jahrhundert wurden Teile der Bürgerweide in den Bremer Bürgerpark umgewandelt. Seine Geschichte begann 1865 mit der Gründung des Komitees für die Bewaldung der Bürgerweide. Ein Bürgerpark auf unserer Bürgerweide. Ein Wort an die Bürger und Freunde der Stadt Bremen. Herausgegeben vom Vorstand des Vereins für die Bewaldung der Bürgerweide, befindet sich in der zweitältesten Überlieferung des Staatsarchivs Bremen im Ratsarchiv. Der Bestand des Ratsarchivs wurde 1875 geschlossen und enthält nur wenige spätere Stücke. Es handelt sich hier um Akten und Amtsbücher, zum Beispiel Chroniken, Stadt- und Bürgerrecht, Wittheitsprotokolle, aber auch Grund- und Testamentenbücher sowie Rechnungsbücher und Steuersachen. Zum Bestand des Ratsarchivs gehört unter anderem das Bremer Bürgerbuch. Das älteste Bremer Bürgerbuch zählt zu den wichtigsten Bremer Handschriften aus dem Mittelalter. Seit dem Jahr 1289 wurden in ihm die Namen der Bremer Neubürger und ihrer Bürgen verzeichnet.
Der Kodex enthält zudem Listen der Bürgermeister und Ratsherren und ist daher eine zentrale Quelle zur Entstehung der Bremer Bürgergesellschaft. Es ist das älteste Bürgerbuch in Deutschland, das im Original erhalten geblieben ist und in Folgebänden fortgeführt wurde. Ihm folgten bis in die 1920er Jahre zahlreiche Folgebände nach. Im Jahr 2015 ist eine Transkription dieser Handschrift erschienen. Die Publikation erhält auf über 700 Seiten ein ausführliches Vorwort, eine wissenschaftliche Einleitung, die Edition des Gesamttextes sowie mehrere Register und Abbildungen. Im Ratsarchiv befindet sich ebenfalls die älteste Bremer Rezesshandschrift, die seit dem 18. Mai 2023 zusammen mit dem bereits erwähnten Bremer Handelsprivileg mit Norwegen zum Weltdokumentenerbe Memory of the World gehört. Rezesse nennt man die schriftlich fixierten, einstimmigen Beschlüsse der Hansetage. Diese Bremer Handschrift zählt zu den drei wichtigsten erhaltenen Rezessbänden und enthält Einladungen, Beschlussfassungen und Notizen aus den Jahren 1389 bis 1517. Die älteste Bremer Rezesshandschrift und das Bremer Handelsprivileg mit Norwegen wurden am Welterbetag am 4. Juni 2023 in der unteren Rathaushalle öffentlich gezeigt. Die Besucherinnen und Besucher der Stadt erhielten somit im Rahmen der Ausstellung Rathaus, Geschichte, Welterbe die Chance, beide Welterbedokumente im Original zu sehen. Zur amtlichen Überlieferung gehört auch die Senatsregistratur, das heißt das Schriftgut des Senats. Die Unterlagen haben eine Laufzeit von 1875 bis 1958. Der Rat bzw. Senat war ursprünglich die einzige zentrale Verwaltungsstelle. In Bremen wurde nach dem kollegialen Prinzip und ohne den Fachministerien vergleichbare Einrichtungen regiert und verwaltet. Die schriftlichen Unterlagen wurden als Mischfonds nach Sachbetreffen geführt. Das bedeutet, dass das Schriftgut nach Themen zusammengefasst wurde, von A wie Advokaten bis Z wie Zollwesen. Unter dem Buchstaben K befinden sich unter anderem Kirchensachen, darunter eine Akte zum Attentat in der St. Marienschule in Bremen-Walle am 20. Juni 1913, der insgesamt 5 Todesopfer forderte. Die Akte mit der Signatur 3-L.8. und dem Titel Luftfahrt beinhaltet wiederum ein anderes wichtiges Ereignis in Bremen, den Ozeanflug im Jahr 1928. Am 12. April 1928 landeten die Piloten Ehrenfried Günther Freiherr von Hünefeld, Hermann Köhl und James C. Fritz Morris mit ihrer Maschine nach einem 36-stündigen Flug auf Greeny Island bei Neufundland vor der Küste Kanadas. Ihnen war damit die erste Non-Stop-Transatlantik-Überquerung mit einem Flugzeug von Ost nach West gelungen. Der Flieger war eine Junkers W-33 und hieß Bremen. Die Flugpioniere wurden in den USA gefeiert und kehrten im Juni nach Europa zurück, um dort ebenfalls geehrt zu werden. Bremen erreichten sie am 19. Juni 1928. Daneben befindet sich im Staatsarchiv Bremen auch die Überlieferung der bremischen Bürgerschaft aus der Zeit von 1848 bis 1933. Aus der Revolution von 1848 ging die erste gewählte Volksvertretung Bremens hervor, die den Namen Bürgerschaft führte. Ihre Aufgaben wurden in den Verfassungen von 1849, 1854 und 1920 festgelegt. Ein Ausschuss von Abgeordneten, der die Bezeichnung Bürgeramt trug, hatte vornehmlich die Sitzungen vorzubereiten und den Schriftwechsel zwischen Bürgerschaft und Senat abzuwickeln. Als Folge des Gesetzes über den Neuaufbau des Reiches vom 30. Januar 1934, welches die Aufhebung der Volksvertretungen in den Ländern verfügte, werden diese Verhandlungen zwischen Senat und Bürgerschaft im Staatsarchiv Bremen aufbewahrt. Staatliche Stellen und Eigenbetriebe des Landes und der Stadtgemeinde Bremen. Seit dem 19. Jahrhundert führen die meisten Behörden in Bremen eigene Registraturen. Mit dem Bevölkerungswachstum durch die zunehmende Industrialisierung Bremens war auch ein erweiterter Verwaltungsapparat mit eigenständigen Fachbehörden mit fachlich ausgewiesenem hauptamtlichen Verwaltungspersonal notwendig geworden, sodass sich im Laufe der Zeit moderne Verwaltungsstrukturen entwickelten. An der Verwaltungsspitze wurden erst mit der Durchführung des Landesverwaltungsgesetzes 1933 feste senatorische Bereiche anstelle der bisherigen Senatskommission und Deputation geschaffen. Nach 1945 wurde die parlamentarische Verantwortlichkeit des Senats wiederhergestellt.
das System der Fachressorts, wie es in anderen Ländern seit Jahrhunderten üblich war, aber beibehalten. Bis heute bestehen im Wesentlichen die Ressorts Wirtschaft, Finanzen, Bildung, Kultur, Inneres, Justiz, Bauwesen, Arbeit und Soziales in wechselnden Zusammensetzungen. Diese Unterlagen, auch als amtliche Überlieferung bezeichnet, bildet den Hauptteil der Bestände im Staatsarchiv Bremen. Einige Einrichtungen, wir nennen sie Registraturbildner, verfügen über eine lange Tradition und eine reichhaltige Überlieferung, so zum Beispiel das alte Gymnasium. Der Bestand des alten Gymnasiums umfasst Schriftgut vom Anfang des 19. bis in das 20. Jahrhundert und dokumentiert 150 Jahre Schulgeschichte in Bremen. Vorläufer des alten Gymnasiums ist die Hauptschule, die 1817 gegründet wurde und aus der Vorschule, der Handelsschule und Gelehrtenschule bestand. 1905 wurde die Hauptschule aufgelöst und es entstanden daraus das alte Gymnasium, das Realgymnasium, das heutige Hermann-Böse-Gymnasium und die Oberrealschule. Der überwiegende Teil des Schriftgutes betrifft Schulorganisation, Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler. Interessierte finden hier unter anderem Jahresberichte, Konferenzprotokolle, Schülerlisten und Abiturarbeiten. Eine besondere Quelle, die über den Schulalltag Auskunft geben, sind die Klassenbücher. Nicht nur ihr Aussehen, sondern auch ihre Aussagekraft haben sich in den letzten Jahrzehnten jedoch stark verändert. Während früher auch Angaben über die Eltern und über erreichte Leistungen sowie verhängte Schulstrafen Eingang in die Klassenbücher fanden, sind heute im Wesentlichen nur noch der behandelte Schulstoff und die unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer eingetragen. Im Rahmen unserer Digitalisierungsstrategie werden regelmäßig Bestände digitalisiert und online zur Verfügung gestellt. Seit September 2023 sind die bremischen Personenstandsregister, Zivilstandsregister und Stammtafeln über Arkensis kostenfrei und ohne Registrierung einsehbar. In einem Kooperationsprojekt mit der Gesellschaft für Familienforschung, die MAUS, wurden die Standesamtsregister indexiert und verweisen direkt auf Digitalisate bei Arkensis. Zukünftig werden auch E-Akten der Bremer Verwaltung übernommen. Um die Archivierung digitaler Informationen zu gewährleisten, arbeitet das Staatsarchiv intensiv mit den Bremer Behörden zusammen. In der länderübergreifenden Kooperation DIMAG entwickelt das Staatsarchiv Lösungen für die digitale Langzeitarchivierung. In Zukunft werden historisch wertvolle Informationen im digitalen Magazin einer dezentralen Serverstruktur gesichert. Neben Übernahme und Pflege des amtlichen Schriftguts bemüht sich das Staatsarchiv auch um den Erwerb von Unterlagen nichtamtlicher Herkunft. Das nichtamtliche Schriftgut setzt sich aus Dokumenten zusammen, die wir von Vereinen, Verbänden, Firmen, Stiftungen und Privatpersonen übernehmen. Dazu gehören unter anderem Nachlässe ehemaliger Senatoren oder Bürgermeister, die Einblicke in deren politisches Denken und Handeln geben. Zu den bedeutendsten Nachlässen gehört der Nachlass des Bürgermeisters Johann Smidt, der von 1774 bis 1857 lebte. Sein Nachlass beinhaltet vielfältige Korrespondenz, Tagebücher und autobiografische Notizen. Und so finden wir hier Unterlagen zur Beschäftigung mit der Nelkenzucht oder einen Briefwechsel mit Jakob Grimm. Einen wichtigen Bestandteil bilden aber auch Unterlagen, die seine politische Tätigkeit vor allem als Senator und Bürgermeister in Bremen widerspiegeln. Dieser Reisepass aus dem Jahr 1816, den er benutzte, um sich als präsidierender Gesandter der Deutschen Bundesversammlung von Frankfurt nach Bremen zu begeben, ist nur ein Beispiel dafür. Das Staatsarchiv Bremen verwahrt zudem den Nachlass von Annemarie Mewissen, der ersten Bürgermeisterin Bremens. Er umfasst Dokumente zu ihrer politischen Tätigkeit im Senat seit 1951, wie Korrespondenzen und persönliche Notizen, aber auch Sammlungen zu sachthematischen Schwerpunkten. Auch die Bremische Ehrenmedaille in Gold, die Annemarie Mewissen 1975 für ihre hervorragenden Verdienste als Senatorin für Soziales, Jugend und Sport, insbesondere für den Aufbau und Ausbau einer richtungsweisenden Jugend- und Sozialarbeit verliehen wurde, befindet sich nun im Staatsarchiv Bremen. Aber auch Unterlagen von Einzelpersonen oder Familien, die keine Bedeutung für das politische oder gesellschaftliche Leben in Bremen hatten, gelangen als Dokumente zur Alltagsgeschichte in das Staatsarchiv. Das können Briefe, Tagebücher, Zeugnisse, Fotografien und andere persönliche Dokumente sein.
Die nichtamtlichen Bestände sind sehr heterogen formiert und können als Personennachlass nur wenige Briefe, aber als Firmenarchiv auch sehr große Schriftgutmengen umfassen. Und so befanden sich zum Beispiel unter den Unterlagen, die das Staatsarchiv Bremen in den 1990er Jahren von der Bremer Vulkan Schiffbau- und Maschinenfabrik übernommen hat, zahlreiche Geschäftsbücher, Akten, Pläne, Fotos und Mikrofilme. Dem Staatsarchiv wurde außerdem die Verwahrung und Verwaltung von 40 Schiffsmodellen der Bremer Vulkanwerft übertragen, die die Freie Hansestadt Bremen 1997 angekauft hatte. Dieses Modell auf dem Foto ist im Staatsarchiv Bremen im ersten Obergeschoss ausgestellt. Es handelt sich hier um den 1961 erbauten Turbinentanker Froster im Maßstab 1:100. Einige Modelle wurden verschiedenen Museen und Einrichtungen als Leihgaben zur Verfügung gestellt, zum Beispiel dem Überseemuseum. Die nichtamtliche Überlieferung ergänzt in vielfacher Hinsicht die behördlichen Bestände und dokumentiert Bereiche, die im amtlichen Schriftgut nicht oder nur unzureichend vertreten sind. Das Staatsarchiv Bremen unterhält zahlreiche Sammlungen. Dazu gehören zeitgeschichtliche Dokumentation, aber auch die hilfswissenschaftlichen Sammlungen wie Karten, Risse und Pläne oder die Siegel, Banknoten, Münzen, Medaillen und Orden und die thematischen Sammlungen, die verschiedene zeitgeschichtliche Themen behandeln. Wie zum Beispiel die Sammlung Theatergeschichte aus der Zeit von 1823 bis 1957 oder Ergebnisse von Projekten zur Erinnerungsarbeit. Die Pflege der Sammlung ist in größerem Umfang erst nach dem Zweiten Weltkrieg betrieben worden. Je stärker sich das Staatsarchiv der Öffentlichkeit zuwandte, desto häufiger gaben einzelne Bürger, Einrichtungen oder Firmen Sammlungsmaterialien an das Staatsarchiv ab. Zunächst waren die Sammlungen nur gebildet worden, um Teile des Archivbestandes getrennt lagern zu können, weil sich zum Beispiel großformatige Karten nicht ohne Beschädigung auf Aktenformat zusammenfalten ließen, bewahrte man sie in besonderen Kartenschränken auf. In den 1950er Jahren erfolgte eine Abgrenzung zwischen dem Archivgut im engeren Sinn und dem Sammlungsgut und seit Beginn der 1960er Jahre werden die Sammlungen nach einem festen Plan ausgebaut. Seit 2015 werden sie entsprechend eines Sammlungsprofils bewertet und fortgeführt und im Archivinformationssystem verzeichnet sowie fortlaufend digitalisiert. Das Staatsarchiv Bremen verfügt über ein breites Spektrum an Sammlungen zur zeitgeschichtlichen Dokumentation. In diesem Bereich gehören die Flugschriften von Parteien und Gewerkschaften, die Plakatsammlung, die Zeitungsausschnitte, die Theater- und Konzertprogramme, aber auch eine Sammlung an Kleinschrifttum und schriftlichen Alltagszeugnissen. Hier sind Zeitzeugnisse vom Bürgereid über den Passierschein bis hin zu Lebensmittelmarken und Schiffsmenükarten zu finden. Das Staatsarchiv Bremen verwahrt eine der größten Plakatsammlungen Deutschlands. Über 40.000 Plakate aus den Bereichen Gesellschaft und Politik, Kultur und Bildung, Wirtschaft, Soziales und Gesundheit und Religion, vorwiegend aus der Zeit ab 1914 bis heute, geben Einblicke in die Zeitgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts. Die ältere Sammlung enthält viele überregionale, auch von bekannten Grafikern und Künstlern entworfene Plakate aus den Bereichen Politik und Werbung. Ab den 1960er Jahren wird der Schwerpunkt mehr auf die Sammlung von Plakaten mit Bremen-Bezug gelegt, aber auch Sondersammlungen zu bestimmten Themen und Plakate zu den Europa-, Bundestags- und Bürgerschaftswahlen werden hier archiviert. Seit 2012 werden die Plakate digitalisiert und die Erschließungsinformationen stehen im Archivinformationssystem für Recherchen zur Verfügung. Das Staatsarchiv Bremen sammelt Karten mit Bezug zu Bremen und Nordwestdeutschland. In die Kartensammlung gelangen die zumeist großformatigen Stücke, die in keinem Überlieferungszusammenhang mit anderem Archivgut, wie zum Beispiel Akten und Amtsbüchern, stehen. Eine Karte ist ein verkleinertes, eingeebnetes Abbild eines bestimmten Gebietes. Anhand von Karten lässt sich beispielsweise die Entwicklung unserer Stadt nachverfolgen. Von der Siedlungsgründung im 8. Jahrhundert über die Anlegung der Bremer Neustadt im 17. Jahrhundert bis hin zu den Eingemeindungen seit dem 19. Jahrhundert und der anschließenden Entwicklung zur Großstadt. Die frühesten Pläne der Stadt Bremen und ihres Umlandes stammen aus frühneuzeitlichen Chroniken. Erste eigenständige Kartenwerke sind seit ca. 1600 überliefert. Die Sammlung wurde ständig erweitert und umfasste 1940 unter anderem die von Behörden abgegebenen Karten- und Gebäudepläne.
Bei Kriegsende befand sich die Sammlung in einem Bergwerkstollen in Bernburg-Saale, von wo sie als Kriegsbeute in die Sowjetunion abtransportiert wurde. Seitdem ist sie bis auf wenige zufällig in Bremen gebliebene Karten und einige 1990 zurückgelangte Einzelstücke verschollen. Dieser fast vollständige Verlust zwang zum Aufbau einer neuen Sammlung. Durch Ankäufe von Kartenmaterial und Anfertigung von Reproduktionen hat die Kartensammlung mittlerweile wieder einen beachtlichen Umfang erreicht. Die jetzige Kartensammlung besteht unabhängig von der Behördenüberlieferung und umfasst den Zeitraum von 1572 bis in die Gegenwart. Seit 2017 befindet sich hier auch die wohl schönste Ansicht des bremischen Gebietes im 18. Jahrhundert, der Hainbach-Plan von 1748, welcher über ein Londoner Auktionshaus erworben werden konnte. Auch die Kartensammlung wird sukzessive digitalisiert und kann online recherchiert werden. Das Bildarchiv im Staatsarchiv Bremen versteht sich als Dokumentationsstätte der fotografischen Überlieferung der Stadt und des Landes Bremen. Es sammelt und verwahrt seit 1937 Fotomaterialien aller Art. Derzeit umfasst das Bildarchiv insgesamt rund 2 Millionen negative und positive. Ein Schwerpunkt sind Fotos zur bremischen Alltagsgeschichte, zum Beispiel alte Stadtansichten, Schiffsfotografie, Werbefotografie, Porträts. Viele Bilder sind privater Herkunft. Das Bildarchiv bemüht sich aber auch um die Sicherung der wertvollen Nachlässe professioneller Fotografen. Es befinden sich zahlreiche Fotografennachlässe im Besitz des Staatsarchivs, zum Beispiel der Nachlass der 2004 verstorbenen Jutta Vialon, die unter anderem für Radio Bremen arbeitete. In Kooperation mit Studierenden der Hochschule für Künste und Radio Bremen entstand die Ausstellung Jutta Vialon – The Beat Goes On, die im Winter 2015 im Staatsarchiv präsentiert wurde. Im Rahmen unserer Digitalisierungsstrategie werden laufend Bestände digitalisiert. Unter anderem auch der Nachlass der für Bremen bedeutenden Fotografenfamilie Stickelmann, der rund 20.000 Bilder umfasst. Vater, Sohn und Enkel haben über gut 70 Jahre in Bremen gewirkt. Ihre Bilder geben Einblicke in bremische Architektur, Firmen, Landschaften, Kunst und Schiffbau. Sie zeigen aus vielen Blickwinkeln die Entwicklung unserer Stadt in dem Zeitraum 1900 bis 1974. Der Bestand kann online in unserer Datenbank Arkansas eingesehen werden. Das Bildarchiv übernimmt auch Born Digitals. Das sind digitale Bilder, die vor allem in Nachlässen, zum Beispiel von Pressefotografen wie Jochen Stoss, enthalten sind. Dieser hat schon früh, nämlich seit Ende der 1990er Jahre, ausschließlich digital fotografiert. Es kann sich aber auch um eigens für das Staatsarchiv erstellte Fotografien handeln. Auch in der Arbeit unserer eigenen Fotografinnen und Fotografen hat selbstverständlich die digitale Fotografie längst die analoge abgelöst. Zum Bildarchiv gehört auch die Postkartensammlung. Die Sammlung umfasst etwa 10.000 Objekte von ca. 1890 bis in die Gegenwart. Es handelt sich dabei vor allem sowohl um bremische wie auch außerbremische Ansichtspostkarten, aber auch um Grußkarten zu Familienanlässen oder Feiertagen. Heute sind sie eine bedeutende Quelle für die kulturhistorische Forschung. Das Staatsarchiv Bremen pflegt auch eine wissenschaftliche Spezialbibliothek. Die öffentlich zugängliche Präsenzbibliothek mit ihren rund 94.000 Bänden umfasst vor allem Veröffentlichungen zur bremischen und nordwestdeutschen Geschichte sowie Landes- und Volkskunde, sowie Veröffentlichungen, die nicht über den Buchhandel zu beziehen sind, wie zum Beispiel Firmen- und Vereinspublikationen, kirchliche Gemeindeblätter, Festschriften, Manuskripte sowie Amtsdrucksachen. Die per E-Mail bestellten Titel können im Lesesaal eingesehen werden. Eine Ausleihe der Publikation außer Haus ist nicht möglich. Der Bibliotheksbestand wird um unsere umfangreiche Zeitungssammlung ergänzt. Diese umfasst Fachzeitschriften, aber auch bremische Tageszeitungen, unter anderem den 1945 gegründeten Weserkurier, die 1743 erstmals erschienenen Bremer Nachrichten oder auch die Bremer Zeitung, die parteiamtliche Tageszeitung der Nationalsozialisten Bremens, die von 1933 bis 1945 erschien.
Alle Archivalien haben eines gemeinsam. Sie spiegeln die Geschichte und das Leben der Stadt wider und haben größtenteils einen einmaligen Charakter. Archivgut ist daher unersetzlich. Deshalb verfügt das Staatsarchiv Bremen über entsprechend klimatisierte Magazinräume, in denen das Archivgut aufbewahrt wird. Die optimale Raumtemperatur ist ca. 17 Grad bei 45-55% Luftfeuchtigkeit. Bei einer zu geringen Luftfeuchtigkeit werden Papier und Pergament spröde und brüchig. Bei einer zu hohen Luftfeuchtigkeit steigt die Gefahr der Schimmelbildung. Das Archivgut ist im Original zu verwahren. Digitalisate können für Benutzungszwecke angefertigt werden, sie sind aber als Ersatzüberlieferung aus rechtlichen und auch aus wirtschaftlichen Gründen keine Option. Über die Benutzung der Archivbestände im Staatsarchiv Bremen, die online über unser Archivinformationssystem Arkansas und vor Ort im Lesesaal stattfinden kann, informiert der nächste Teil unserer kleinen Filmreihe.